Hi, in diesem Video nehmen wir einen Sunnyboy Smart Energy als untergeordneten Wechselrichter mit der 360-Grad-App in Betrieb. Einen untergeordneten Wechselrichter nehme ich in Betrieb, wenn ich eine Anlage mit Sunny Home Manager habe. Der Sunny Home Manager ist dann in jedem Fall der Systemmanager. So müssen vor der Inbetriebnahme des Systemmanagers alle untergeordneten Geräte der Anlage in Betrieb genommen werden, da der Sunny Home Manager nicht alle relevanten Einstellungen für den Wechselrichter vornehmen kann. Bei Systemen, in denen ein Wechselrichter als Systemmanager fungiert, reicht es, den Systemmanager in Betrieb zu nehmen, da dieser alle weiteren Wechselrichter erfasst. Diese Funktion haben nur Wechselrichter in NXOS, wie zum Beispiel der Sunnyboy Smart Energy oder SunnyTree Power X. Ob Ihr Wechselrichter diese Funktion hat, können Sie der Betriebsanleitung Ihres Geräts entnehmen. Je nach Anlage können die Einstellungen zu denen im Video abweichen. Beachten Sie also immer auch die Angaben des Netzbetreibers. Über das Setup-Menü starten wir den Inbetriebnahmeassistenten. Als erstes scannen wir den QR-Code des Wechselrichters, um eine Verbindung herzustellen. Nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, erstellen wir hier unser Admin-Konto. Dabei ist die Passwortrichtlinie zu beachten. Mit Klick auf Weiter können wir die automatischen Updates aktivieren. Unter Gerät konfigurieren können wir nun die Anlage je nach Systemanforderungen konfigurieren. Dabei ist der Länderdatensatz maßgeblich für die weiteren Einstellungen. Wenn eine Batterie im System installiert ist, wird diese hier erkannt. Da wir in unserer Anlage zusätzlich Notstrombetrieb nutzen wollen, aktivieren wir die Einstellungen dazu direkt hier. Bevor die Inbetriebnahme abgeschlossen wird, können wir im Anschluss unsere Anlage direkt im Sunny-Portal Powered by NXOS registrieren. Dazu müssen wir zunächst den PIC und RID des Systemmanagers hier vom Sunny Home Manager angeben. Anschließend legen wir einen Anlagennamen fest und richten unser Administratorkonto ein. Weitere Benutzer wie den Anlagenbetreiber können wir bereits hier oder später über das Sunny-Portal hinzufügen. Die Inbetriebnahme ist damit abgeschlossen. Wir hoffen, dieses Video war hilfreich. Bei weiteren Fragen sehen Sie sich weitere Tech-Tipps an oder kommentieren diese unter diesem Video. Möchten Sie immer die neuesten Tech-Tipps zu SMA-Produkten sehen, dann abonnieren Sie unseren Kanal.